Wie erhofft, war die dunkle Energie des Bargests genau, was wir brauchten, um die dämonische Barriere zu durchbrechen. Was ist unser nächster Schritt? Ich habe eine Rüstung entwickelt, die auf dich und nur auf dich zugeschnitten ist. Theoretisch kannst du damit zwischen den Lillen wandeln. Ich hoffe, sie passt. Sieht auf jeden Fall beeindruckend aus, oder? Ich habe beschlossen, ihn den Demon Child Anzug zu nennen. Ein passender Name, Doktor. In vielerlei Hinsicht. Ich habe da sehr viele Ichs gehört, Doc. Ich dachte, das wäre hier eine Wir-Situation. Ja, Tony hat natürlich einige Beihilfe geleistet. Besonders bei dem Namen. Verzeihung, dass ich es nicht gewohnt bin, dass meine Kampfanzüge mich beißen, während ich sie kalibriere. Eine beeindruckende Schöpfung. Verbissen geradezu. Wo wir dabei sind, ich schlage vor, den Anzug zu nutzen, solange die Komponenten noch frisch sind. Das sollte den Schutz vor dieser teuflischen Barriere maximieren. Verstanden, Doktor. Das wird dir gefallen. Adieu. Oh, Hunter, was trägst du da für ein grässliches Ding? Grässlich? Das ist sogar von dir zu hart, Sarah. Es stinkt. Und was ist das für ein ledernes Material? Sieht aus wie die Haut eines... dämonischen Hundes? Ich zittere ja schon beim Hinsehen. Aber wenn das Hunter durch diese dämonische Barriere bringt, die uns von Banners Labor trennt, freunde ich mich auch mit dem gruseligen Fleischanzug von Strange an. Barriere? Das hatten wir doch besprochen. Haben wir, Sarah. Aber wir haben uns umentschieden. Hunter, wir müssen reden. Und zwar sofort. Wie ich sehe, gehen du, Stark, Magic und Nico also trotz meiner Einwände zu Banners Labor. So ist es. Aber ich habe Nein gesagt. Und zwar laut und deutlich. Wir haben es aber beschlossen. Akzeptiere es einfach. Ihr lasst mir ja auch gar keine andere Wahl. Sarah, es tut mir wirklich leid, dass es so passiert ist. Du hast meine Bitten bewusst ignoriert. Wir wollten nicht respektlos sein, aber wir glauben, dass das der richtige Weg ist. Ich weiß, du hast das schon mal gehört, aber du musst uns vertrauen. Ach, ich kann euch nicht aufhalten, oder? Nein, kannst du nicht. Gut, geh zum Labor zurück und hol Tonys Spielzeug. Danke, Sarah. Wenn du da bist und dir zufällig Wanda begegnet, mach nicht den Fehler, sie zu schonen. Denn sie wird sich garantiert nicht zurückhalten. Es gibt trotzdem noch Hoffnung für sie. Gibt es nicht. Ich fühle mit Nico und Magic mit, wirklich. Aber es ist unmöglich, Verderbnis zu heilen. Wanda ist fort. Du musst nur den Beschleuniger holen und heil zurückkommen. Opfere dich nicht für jemanden jenseits aller Hoffnung. Hast du verstanden? Immerhin sieht die Rüstung so robust wie makaber aus. Sie sollte dir den nötigen Schutz bieten. Viel Glück da draußen. Hoffentlich ist Tonys Beschleuniger das wert.
Wie kann der Meister der Magie dir zur Seite stehen? Ich bin diesem Artefakt schon mal begegnet. Ist nicht gut ausgegangen. Ich helfe gern, Hunter. Fangen wir an, Dr. Spook. Willkommen in Tonys unheimlicher Dämonenhöhle. Ich bin Tony. Was kann ich heute für dich tun? Manchmal bin ich sogar von mir selbst beeindruckt. Big Tonys geheimnisvolle Schmiede. Wir haben immer auf. Immer ein Vergnügen. Was haben wir denn heute? Wir könnten ein paar Runden drehen. Halt dich von Ärger fern. Ist das die Hunderüstung, die Strange für dich gemacht hat? Wie sehe ich aus? Musst du das fragen? Ich weiß. Ich sehe schrecklich aus. Ich dachte eher an lächerlich. Wie Stranges Plan. Wolltest du nicht, dass wir einen Weg finden, in Banners Labor einzubrechen? Doch. Ich dachte nur, eine Höllenhundhaut überzuziehen, um an einer dämonischen Barriere vorbeizukommen, wäre nur etwas aus Nikos Zombie-Film. Ich dachte, das wäre ein Grund, warum der Plan dir gefällt. Was? Weil Nico mich gerne zwingt, mit ihr schlechte Filme zu sehen? Filmabende sind Nikos Ding. Außerdem bevorzuge ich Pläne, die nicht auf Fiktion basieren. Aber falls es dir wider Erwarten gelingt, die Barriere zu durchbrechen und reinzukommen, vielleicht finde ich dann einen Weg, dir zu helfen. Wie meinst du das? Der Beschleuniger ist mir komplett egal. Aber Wanda ist mir nicht egal. Wenn diese Monstrosität uns also näher an sie heranbringt, dann tue ich alles, was ich kann, um sie zurückzuholen. Versprich mir, dass du das auch tust. Ich schwöre. Gut, und jetzt verschwinde.
Und komm erst wieder, wenn du meine Freundin gerettet hast. Sei vorsichtig da draußen, Hunter. Ich will, dass Wanda und du heil zurückkommen. Hey, ich hätte da eine Bitte. Als würde man in einen Zerspiegel sehen. Ich hasse diese Dinger. Yo, Hunter, es ist fast Zeit fürs Spiel. Machen wir uns bereit. Okay, wir haben nicht viel Zeit, also möchte ich nochmal durchgehen, wie du diesen Reinigungszauber abziehst. Zuerst, und das ist das Allerwichtigste, musst du die Beschwörungsformel Wort für Wort aufsagen. Jede einzelne Silbe muss passen. Was, wenn ich mich verhasple? Dann könnte was Schlimmes passieren. Definiere schlimm. Ah, weiß nicht. Wie zufällig eine Riesenhorde Zombie-Pinguine beschwören, die über New York herfällt. Aber deswegen hast du dir die Beschwörungsformel ja gemerkt. Du hast sie dir doch gemerkt, oder? Hab's vergessen. Erinnere mich doch bitte. Oh. Da hat jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht. Die Worte lauten: Ego sum tenebris, et veniunt in domum suam jubet dominus. Ego sum tenebris, domum domini precepta joir. Okay, jetzt lass mal hören. Ego sum tenebris, et veniunt in domum suam jubet dominus. Und die letzte Zeile? Domum domini precepta jor. Hey, du hast dich an alles erinnert. War mir da nicht sicher. Vielleicht können wir Wanda ja doch retten. Okay, wir müssen noch ein paar wichtige Details durchgehen. Erstens, sprich die Beschwörung nicht, bevor du Wanda siehst. Du musst warten, bis sie in Sichtweite ist, damit sie wirkt, okay? Kapiert. Wenn du anfängst, wird sie plötzlich verwirrt wirken. Du musst sie dreimal wiederholen, bis sie gebändigt genug ist, dass du ihr die Verderbnis entziehen kannst. Derart viel dunkle Energie in deinen Körper zu absorbieren wird heftig. Ich will nur sicher gehen, dass du das schaffst. Bin ich. Dank dir fühle ich mich gut vorbereitet. Ich will nur sicher gehen, dass du alles hast, was du dafür brauchst. Die einzige Person, die Verderbnis je geläutert hat, ist verdammt nochmal dabei draufgegangen. Daran musst du mich nicht erinnern. Ah, stimmt. Tut mir leid. Bin wohl etwas nervös. Ich will Wanda unbedingt zurück, aber ich will nicht, dass dir dabei etwas passiert. Ich habe schon genug Menschen verloren, die mir nahestehen. Du bist mir auch wichtig, Nico. Ja, ich weiß. Okay. Es ist soweit. Ich wollte nur sagen, ich glaube an dich, Hunter. Du schaffst das. Danke, Nico. Und jetzt hol unser Mädel heim. Oh, und Hunter, falls der Zauber nicht funktioniert, bitte tu ihr nicht weh. Egal was passiert, vergiss nie, dass Wanda immer noch da drin steckt. Irgendwo. Es war schwer genug, sich an die Midnight Suns zu gewöhnen. Jetzt sind wir doppelt so viele. Du bist eine der Midnight Suns. Jetzt ja, aber nicht am Anfang. Ich war die seltsame Frau, die mit niemandem sprach. Für dich muss es noch schlimmer sein, Hunter. Alle Gesichter bis auf Caretakers sind neu. Ich treffe gerne neue Leute. Es hält mich geerdet in diesem Jahrhundert.
Ich kam auch hierher und kannte nur Caretaker. Und was habe ich getan? Ich habe mich wochenlang in meinem Zimmer versteckt. Ich verrate dir ein Geheimnis. Lach nicht. Ich bin ein wenig neidisch darauf, wie schnell du Freunde findest. Inwiefern? Es fällt dir leicht. Auch wenn du ein Arsch bist, bist du ein sympathischer Arsch. Freut mich, das zu hören, Ilyana. Natürlich, du hast krasse Schwerter. Damit mag ich dich automatisch. Ich meinte, die anderen. Was auch immer du tust, mach weiter. Verschwende die Zeit nicht damit, dich in deinem Zimmer zu verstecken. Ich bin angenehm überrascht. Das ist alles. Wir sind zwar noch nicht die besten Freunde, aber auf dem Weg dahin. Ist es merkwürdig, dass ich jetzt Lust auf Hühnchen habe? Unglaublich, dass ich dir das durchgehen lasse. Dieser Geruch ist unglaublich. Oh, das. Tannenduft, mild. Neuwagen und Vanilletraum waren alle. Gang geschehen. Bist du bereit? Sie hier schon. Sie ist ganz verrückt nach mir, seit ich das Ding hier angezogen habe. Ja, die Hündin erkennt einige der Bestandteile wieder, die wir zur Anfertigung dieses Anzugs beschafft haben. Gut. Bin schon ruhig. Bleib da, Mädchen. Ich bin bald zu Hause. Ich halte es offen, solange ich kann, aber... Hast du gesagt? Nur Hinflug. Etwas erzeugt diese Barriere. Schalte es aus und wir holen dich nach Hause. Jede Sekunde! Einfach in ein unbekanntes Portal zu springen? Wie bist du an der dämonischen Energie vorbeigekommen? Ja, na klar. Dämonenhund, Dämonenenergie. Wenn du schon hier bist, zeig uns den Weg. Funktioniert wohl. Sie sehen uns nicht. Braves Mädchen. Genau. Die Maschine muss der Ursprung der dämonischen Barriere sein. Ich deaktiviere sie jetzt. Und du... machst nicht den kleinsten Mucks. Einverstanden.
nicht so anschauen. Du läufst vor deinem eigenen Schwanz weg. Ich hatte nicht erwartet, dass jemand in der Maschine ist. Ich spüre, wie sich ihre Verderbnis ausbreitet. Ich fürchte, davon wirst du dich nicht erholen. Mich geschmeichelt fühlen. Banner nutzte die dunkelste Magie, um diese technologische Monstrosität zu erschaffen. Hoffen wir, dass er zumindest einen Rest seines Verstandes behalten hat. Keine Gnade für den Stier. Du warst zu schwach für diesen Kampf. Können deiner Stärke unmöglich das Wasser reichen. Dich heilen. Das wird eine große Hilfe sein. Die haben es immer noch auf mich abgesehen. Wir müssen diese Maschine zerstören, bevor sie noch mehr Verteidiger schicken.
sowas schon mal gesehen? Vor Jahrhunderten. Das war ja was. Schon Schlimmeres überstanden. Versuch erst gar nicht wegzurennen. Deine Mutter verlässt dich. Das war ja was. Vielleicht verstehst du jetzt, warum man nicht sofort in jedes Portal springt, das man sieht. Habe ich gesagt, dass ich die Hilfe nicht schätze? Ich habe sowas schon mal gesehen. Vor Jahrhunderten. Noch nicht über den Berg. Die Barriere ist weg. Es hat geklappt. Vielleicht zu gut. Eine Idee, Süße? Benners Gerät. Der Schlüssel für so viele Türen. Ein solches Genie. Und jetzt so krank. Du hast keine Ahnung. Hunter. Die anderen haben dich verlassen, nicht wahr? Sie haben dich wissentlich in den sicheren Tod geschickt. Ich kenne das Gefühl. Du musst nicht antworten. Ich kann es dir ansehen. Wir beide wissen, Mutter wird dich nie verlassen. Nie wieder bist du allein. Allein, allein, allein. Hunter ist nicht allein, Wanda. Und du auch nicht. Ich weiß.
Magic. Unterschätze nie die Macht des Limbo. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Charlie. Das gibt einen blauen Fleck. Verzeihung, dass ich nicht vor Angst zittere. Will mir jemand eine Verzeihung? Ich bin beeindruckt. Nicht herkommen sollen. Achtung, Feinde! Alles, was du weißt. Es war ein Fehler, herzukommen. Nicht verloren. Wie kannst du das einem Freund antun? Ach, dafür wirst du leider. Ein paar für uns übrig. Wanda!
du bist noch da. Das bist nicht du. Ich deine Freundin, bevor es zu spät ist. Willkommene Hilfe. Du hattest deine Chance zu entkommen. Größe ist nicht immer gleich Stärke. Die Finsternis fließt in mir. Einen Rekruten, der die Grundausbildung nicht bestanden hat? Hydra-Offizier. Niemand hier. Wie ich sehe, bin ich nicht der Einzige mit einer dunklen Seite. Das war ein Volltreffer. Ihre Niederlage einzugestehen. Nicht fertig mit mir. Ich verstehe jetzt, warum Wandas Macht so gefürchtet ist. Sie ist stark. Wir dürfen sie nicht aufgeben. Ich weiß, sie ist noch da drin. Ich geh voll rein! Das hält mich nicht auf. Was immer für dich funktioniert. Geschehe.
benutzt dich nur. Nicht vergessen. Das ist das Beste. War das der Beste von Ihnen? Das war nicht sehr schwer. Hier los. Seite. Feindliche Truppen nähern sich unserer Position. Ich habe schon viel über Wanda gehört, aber jetzt sehe ich ihre Macht endlich mit eigenen Augen. Zum Glück stehst du auf unserer Seite. Spüre meinen Ruf. Wir können deiner Stärke unmöglich das Wasser reichen. Sind Sie bereit? Macht euch bereit! Eine weitere Begegnung mit mir überlebst du nicht. Es sich an, so belanglos zu sein. Ich glaube, du bist von mir abgekommen. Beenden wir es. Sie haben es immer noch auf mich abgesehen. Die bleiben immer noch hartnäckig. So gut wie erledigt. Okay, also ohne Samthandschuhe. Bitte.
eine Lehre sein. Das ist ein ernstes Dilemma für dich. Du hättest auf sie hören sollen. Das verschafft uns ein bisschen Zeit. Bestenfalls ein Pyrrhus-Sieg. Wir wollen dir nicht wehtun. Mir? Wehtun? Ihr werdet mir nie wieder wehtun! Schon wieder gibst du auf? Aber natürlich. Das kannst du am besten, Illyana. Ich werde dich nicht aufgeben, Wanda. Niemand hier tut das. Weder jetzt noch irgendwann. Spar dir deine Lügen für Agatha auf. Ego sum tenebris, et veniunt in domum suam jubes dominus. Diese Fantasie, du kannst sie nicht retten. Niemand kann das. Ego sum tenebris, domum domini recepta. Mir so sicher. Willkommen daheim. Ich spare mir eine Bemerkung zu Banners. Ganz ruhig. Du bist jetzt in Sicherheit. Ich tue dir nichts. Und wenn ich dir etwas tue? Das wird nicht passieren. Aber wir waren... Ich war...
Ist schon okay. Du bist einfach noch ein bisschen verwirrt. Das vergeht schon. Wanda, du bist wieder in der Abtei. Bei deinen Freunden. Wanda. Ich weiß, wir kennen uns schon, aber man nennt mich Hunter. Tut mir leid, ich fühle mich nicht wie ich selbst. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du durchgemacht hast. Wenn du dich mal ordentlich ausgeschlafen hast, fühlst du dich wieder wie du selbst. Wie soll ich bitte schlafen? Was ich getan habe? Dazu hat Lilith dich genötigt. Du wolltest es nicht tun. Aber es hat sich angefühlt, als will ich es. Bis du... Du hast die Dunkelheit in mir absorbiert, nicht wahr? Du hast mich zurückgeholt. Habe ich. Wie kannst du noch stehen? Okay, Schluss mit dem Verhör. Ich weiß, was wir jetzt machen. Feiern. Feiern was? Deine Rückkehr natürlich. Tut mir leid, Nico, aber ich bin müde. Ich sollte mich wohl aufs Ohr hauen. Ich habe lange nicht geschlafen. Ja, du solltest dich ausruhen. Wir unterhalten uns morgen früh. Hab dich lieb, Wanda. Hab dich auch lieb. Wanda hat uns jede Menge Probleme bereitet, aber wäre es taktlos, ihr ein... Du hast dich da draußen gut geschlagen, Hunter. Ich wollte dir nur danken für das, was du für Wanda getan hast. Hast du dich gerade bedankt, Illyana? Du hast den Fluch deiner Mutter aufgehoben, aber jetzt kommt der harte Teil. Wie meinst du das? Eine vernarbte Seele heilt langsam. Es wird lange dauern, bis sie sich davon erholt. Falls ihr das je gelingt. Keine Ahnung, ob ich mich von meinem Traumata erholt habe. Wohl nicht ganz. Wanda braucht unsere Liebe und Geduld. Liebe? Geduld? Manchmal reicht Liebe einfach nicht. Manchmal braucht es Rache, Erlösung, einen Sieg. Manchmal braucht es das Geräusch, wenn der Schädel des Feindes unter deinem Stiefel zersplittert. Wir können nicht mal ansatzweise erahnen, was sie durchgemacht hat. Nicht einmal die Schrecken meiner Kindheit im Limbo sind vergleichbar. Und glaub mir, Hunter, Liebe und Geduld konnten da nicht helfen. Okay, ich habe mich bedankt. Gute Nacht, Hunter. Wir müssen die Demon-Schaltrüstung extrem vorsichtig machen. Du hast es gerockt, Hunt. Du hast sie zurückgeholt und nicht total versagt. Du weißt hoffentlich, dass mir und den anderen Midnight Suns das heute Abend viel bedeutet. Du hast unsere verrückte Familie von Außenseitern wiedervereinigt und das vergessen wir dir nie. Wir sind jetzt Familie, Nico. Und für diese Familie kämpfe ich. Immer. Falls du mich zum Heulen bringen wolltest. Saubere Arbeit. Schau mich mal an. Der Lidstrich ist schon ganz verschmiert. Alles okay? Mehr als okay. Wanda ist zurück. Jetzt wird es hier endlich wieder aufwärts gehen, ganz sicher. Warte einfach ab. Hast du... Könnte ich doch nur Banners Gesicht sehen, wenn er merkt, dass wir ihn zurückgeholt haben. Reicht das für ein... Fahr zur Hölle, Stark! Faust in der Luft! Manchmal ist ein Klischee einfach das Beste. Ich bin nicht der theatralische Typ, aber ich hoffe es für dich. Oh ja. Siehst du das auch vor dir? Banner, wie er an dem leeren Fleck steht, wo der Beschleuniger war. Wie er merkt, dass ihn Tony Stark erwischt hat. Ich lasse dich in Ruhe triumphieren, Tony. Danke. Ich muss nur überlegen, wie wir dieses Ding in die Schmiede bekommen. Oh, das wird mich die ganze Nacht beschäftigen. Ich glaube, ich stehe unter Schock. Wanda? Ja, natürlich, Wanda.
Ich kann kaum glauben, dass sie wieder hier in der Abtei steht. Ich wünschte, ich wäre im Labor dabei gewesen, um diese Heimkehr mitzuerleben, anstatt nur zuzuschauen. Egal, wer sie gerettet hat, Wanda ist zurück. Und das ist gut so. Ja, du hast natürlich recht. Wir sollten jeden Sieg feiern. Und dank dir bin ich auch nur kurz dem Selbstmitleid verfallen. Und niemand musste es sehen. Das Klügste wäre, wenn wir uns alle etwas ausruhen. Morgen können wir die Lage klarer und frischer einschätzen. Okay, dann heißt es wohl gute Nacht. Angenehme Nacht. Oh, Banner hat seinen inneren Basquiat auf die Wände. Glückwunsch, Hunter. Ich stehe da wie ein absoluter Narr. Warum? Ich hatte dich gewarnt, keine Gnade bei Wanda zu zeigen. Und was tust du? Du zeigst dir nicht nur Gnade, du bringst sie auch noch mit. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist eine Menge Stoff auf einmal. Nimm dir Zeit, deine Gefühle zu sortieren, bevor du etwas sagst. Allerdings, fast schon zu viel. Als Wanda Lilith anheimfiel, dachte ich, das war's. Dass ich sie nie mehr wiedersehen würde. Und es so kommen musste. Ich frage mich immer, was passiert wäre, wenn ich sie nicht weggestoßen hätte. Auch wenn du Wanda sofort verziehen hättest, hätte alles am Ende genau so kommen können. Das weiß man nie. Wenn diese Rückkehr mich eines gelehrt hat, dann, dass ich lange nicht so viel weiß, wie ich dachte. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, ich muss etwas allein sein. Nachdenken. Das wäre das Klügste für uns alle. Braves Mädchen, Charlie. In welchem Zustand Wanda sich befindet, aber wir brauchen sie auf unserer Seite.